Grüß Gott alle zusammen. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei unserem geistlichen Impuls. Heute gedenken wir des heiligen Stephanus, eines Mannes voll heiligen Geistes. Das Thema an diesem Tag lautet Zeugen des Glaubens. Das bedeutet, wer standhaft ist, bis zum Ende wird gerettet. Jesu Auftrag umzusetzen bedeutet Gerechtigkeit und Liebe leben. Um es besser verständlich zu machen, hören wir heute eine Lesung aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, 8 bis 10 und Kapitel 7, 54 bis 60. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen tat Stephanus voll Gnade und Kraft Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Zyrenäer und Alexandriner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Als sie seine Rede hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief: Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Schwestern und liebe Brüder, der heilige Stephanus war der erste Märtyrer der Kirche. Sein Fest wird am zweiten Weihnachtsfeiertag gefeiert. Wer war dieser Heilige? Stephanus war der erste von sieben Diakonen, die durch Handauflegen von den Aposteln geweiht worden war. Diakone waren für die Glaubensverkündung zuständig und für soziale Belange. Durch eine seiner Predigten geriet Stephanus mit den hellenistischen Juden in Konflikt. Die Hellenisten waren Menschen, deren Muttersprache Griechisch war. Diese Gruppe Menschen waren die ersten, die mit ihrer Ansicht aneckten und die erste Verfolgung erlebten. Stephanus, der Hellenist, wurde auch als erster getötet. Wir können uns jetzt fragen, was soll das alles am heutigen Tag? Das passt doch gar nicht zu Weihnachten. Stephanus ist der Mann, der Weihnachten erlebt und ernst genommen hat. Was das bedeutet, wird vielleicht in den ersten Worten der Lesung deutlich.
Stephanus tat, voll Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus war ein Mann, mit dem Gott Großes vorhatte. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an die Grenzen der Erde, waren laut der Apostelgeschichte die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sprach, begleitet von den Versprechen, sie mit der Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes zu stärken. Wie weit ein solches Zeugnis gehen kann, hat uns der heilige Stephanus vorgelebt. Er wurde ein Opfer des Hasses, doch seine Theologie lebt weiter. Durch ihn wurde der Kirche der Weg in die Welt geebnet. Natürlich könnte man sich fragen, ob diese Auseinandersetzung um verschiedene religiöse Ansichten damals in Jerusalem so tragisch enden müsste. Jedoch, auch in der heutigen Kirche, wo der Dialog großgeschrieben wird, hat man auch erkannt, dass er trotz der guten Willen die Verständigung seine Grenzen hat, dass wir in Europa noch in relativer Freiheit in unserem Glauben leben dürfen, ist eine Gnade. Vielleicht ist es das, was der heilige Diakon Stephanus nahebringen will. Das könnte auch der Sinn des heutigen Tages sein. Zu Weihnachten passt weder Hass noch Verfolgung. Der Stephanstag erzählt uns keine Weihnachtsgeschichten. Stephanus zeigt uns am zweiten Weihnachtsfeiertag, wer da an Weihnachten im Stall in Bethlehem geboren wurde und wer am Karfreitag auf Golgatha stirbt. Es ist Gott, der als Mensch in die Welt kommt. Beides, die Krippe und das Kreuz, sind Zeugen von Gottes Menschwerdung. Amen. Zum Ende möchte ich Ihnen noch einen kleinen Witz erzählen. Fritzchen, ich habe ein Geschichtlichkeitsspiel zu Weihnachten bekommen. Ein Freund fragt, und wie ist es? Fritzchen antwortet, das wüsste ich auch gerne, bekomme leider die Verpackung nicht auf. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Besuch und Ihr Interesse an diesen Gedanken zum heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feiertag und bleiben Sie gesund. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns hier auf diesem Kanal am kommenden Samstag wiedersehen würden. Tschüss! Thank you.